Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels der Regionalliga Südwest KSV Hessen gegen den SC Freiburg U21. Endstand 1:3 vor 2052 Zuschauern. Wir begrüßen mit Benedetto Muzzicato und mit Alex Kiene beide Trainer und geben natürlich dem Gast das erste Wort. Gratulation erstmal zum Sieg. Ja, danke schön. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit schon das 1-0 wollten, dass wir viele Phasen kontrolliert haben, die dazu geführt haben, dass Kassel nicht ins Spiel gekommen ist, dass wir auch gegen den Ball die richtige Idee hatten. Muss aber auch sagen, dass mit dem 1-1 in der zweiten Halbzeit das Glück schon dann auch auf unserer Seite war. Mit dem Push hätte man vielleicht erwartet, dass da ein bisschen was nach vorne, Wellen nach vorne kommen, die uns auch hätten wehtun können. Ich glaube, danach haben wir es wirklich wieder richtig gut gemacht, sehr mutig gemacht, haben viele Möglichkeiten nach vorne, viele Situationen kreiert, aber nicht zu Ende gespielt. Dass wir dann doch noch das 2-1 machen und uns belohnen. Ja, ein ganz großes Kompliment an die Jungs. Am Ende standen, glaube ich, 6 Jungs aus der U19, die letztes Jahr noch U19 gespielt haben auf dem Platz. David Amenaglo krönt das Ganze mit dem 3-1. Also ich freue mich tierisch für die Jungs, weil sie einfach auch wieder eine richtig gute Reaktion nach dem Offenbach-Spiel gezeigt haben. Das Training war sehr qualitativ, intensiv und ja, mit einer Auswärtsfahrt beziehungsweise jetzt auf der Rückfahrt mit einem Sieg im Rücken ist natürlich halt auch leichter und entspannter. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass viele Vereine, die hier noch spielen müssen, Probleme bekommen werden. Denn das ist ja so, ja, jetzt war es der Start, jetzt waren es 2 Spieltage. Aber ich habe Alex schon gesagt, dass es sehr, sehr unangenehm ist, gegen diese Mannschaft zu spielen und die einen guten Job machen und irgendwann auch dafür belohnt werden. Deswegen einfach weitermachen, daran glauben und dann holt man auch die nötigen Punkte. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank. Danke auch. Alex, wie hast du es gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch an Mutzi und den SC Freiburg zum Sieg. Für uns ist es ja schon insgesamt ein brutales Ergebnis, weil ich schon finde, dass wir ja in der ersten Halbzeit eigentlich nur eine Situation zugelassen haben für Freiburg, die sie dann natürlich auch eiskalt wegmachen mit dem Schuss aus dem Rückraum, den er auch dann in den Knick haut. Da sind die eiskalt gewesen. Ich sehe es schon ein bisschen anders in der Hinsicht, dass ich finde, dass so dieser Switch, den wir hatten, gegen den Ball mit einer Fünferkette zu spielen, mit dem Ball im Aufbau in eine Viererkette zu gehen, dass das sehr gut funktioniert hat. Wir wollten schon Freiburg in den Aufbau der Dreierkette lassen, aber dann auch immer wieder zielgerichtet pressen. Das haben wir insgesamt gut geschafft, dass Freiburg eigentlich ja dann viele lange Bälle spielen musste und sich eigentlich wenig durchkombinieren musste. Sie hatten zwar hinten im Aufbau dann immer wieder Räume, wo sie spielen konnten, aber wenn es dann auch in die entsprechende Kampfzone ging, waren wir da. Und das andere ist, ich finde schon, dass wir uns erste Halbzeit immer wieder gut durchgespielt haben, gerade über die Flügel, gerade unsere rechte Seite mit Nacho war sehr, sehr stark. Da sind wir immer wieder ins letzte Drittel gekommen und was ich der Mannschaft sicherlich dann ein Stück weit vorwerfen muss oder uns vorwerfen muss, ist, dass wir ja aus den zahlreichen Schüssen und Situationen im letzten Drittel einfach kein Tor gemacht haben, weil da waren zig Aktionen, wo wir uns hätten belohnen können. Ein, zwei Mal wurde dann noch geblockt oder auf der Linie geklärt. Einmal müssen wir nochmal gucken, ob es ein Handspiel war, aber da hätten wir uns einfach belohnen müssen. Deswegen war der Pausenrückstand für uns schon sehr, sehr hart. Ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit dann auch ja, nochmal versucht haben, auch mit entsprechenden Wechseln die Schlagzahl zu erhöhen, auch gerade vorne nochmal Tempo reinzubringen. Immer natürlich unter der Gefahr, dass eine Mannschaft wie Freiburg dann auch Umschaltsituationen bekommt. Und ja, wir haben uns dann eigentlich belohnt mit dem 1-1 und man hatte so das Gefühl, dass wir dann vielleicht eher den Tuck in der Pole sind. Und dann machen wir uns das Ganze eine Minute später kaputt. Nach einem langen Ball war klar, dann auch wo Matthias Fetsch reingekommen ist, dass Freiburg viele lange Bälle spielen wird, auf zweite Bälle geht. Und da sind wir sowohl in der ersten Situation als auch dann in der Mannmarkierung bei den Abprallern nicht da. Und Freiburg macht dann aus dieser Situation das zweite Tor. Das ist brutal, weil wie gesagt, in der Phase hatte ich schon das Gefühl, dass wir vielleicht den Tuck eher dann auch am Sieg sind. Und ich muss auch sagen, dass die Mannschaft von der Art und Weise, wie wir gefightet haben, wie wir an uns geglaubt haben und wie wir auch in vielen Spielphasen agiert haben, das, was uns schon auch verdient hätten, zumindest hier einen Punkt mitzunehmen. Von daher ist es ärgerlich, ist es hart jetzt erstmal im ersten Moment,
Aber ich sehe es genauso, wie Mutzi eben auch schon gesagt hat. Wir müssen weiter dranbleiben, müssen einfach die Fehlerquellen im Defensivbereich abstellen, minimieren, dass wir dann nicht diese Gegentore bekommen. Und am Ende des Tages geht es vorne natürlich auch um Effizienz im Fußball. Und da hat uns der Gegner heute vorgemacht, wie man dann auch so ein Spiel gewinnen kann. Wir werden weiterarbeiten, wir werden auch vor allem daran wachsen, dass wir auch unsere jungen Spieler, die wir verpflichtet haben, entwickeln wollen. Freut mich, dass Joyce heute nach seiner Einwechslung auch ein Tor gemacht hat. Dementsprechend geht es für uns jetzt darum, natürlich erstmal heute uns zu ärgern. Morgen werden wir regenerieren und ab Montag geht der Blick dann auf das Heimspiel gegen Frankfurt, um da dann möglichst den ersten Saisonsieg einzufahren. Euch eine gute Heimfahrt und uns allen dann trotzdem ein schönes Wochenende. Dankeschön. Danke dir. Gibt es Fragen? Keine Fragen? Ja, dann machen wir es kurz. Schließen die Pressekonferenz. Wünschen den Gästen auch von mir guten Heimweg und uns allen ein schönes Wochenende. Tschüss und Servus.